würde sagen, ich fange jetzt eine Blutfeder mit dem an, wenn ich den nochmal sehe. Ja, wenn wir den sehen. Dann ist er tot. Ja, treibt sich noch ein Scherner rum oder was? So, noch 4 Kilometer, da bin ich da. Hast du das Morphin jetzt genommen, oder was? Ja, ja. Ja, sorry, dass das jetzt so langweilig ist. Warte, wo bist du denn gerade? Ja, nee, ist egal. Warum denn? Fliegen wieder weg. Gonk und Ronk oder was? Ja, Ronk und Gonk. Die haben gesagt, die killen den auch, wenn die den sehen. Die haben dir das geschrieben? Ja, im Direct Communication. Aber waren die bei dir oder was? Boah, jetzt habe ich voll Bock, den zu jagen, ne, ganz ehrlich. Boah, so ein Wichser. Was hast du da nicht? Nee, weiß ich nicht. Das Problem ist jetzt halt immer, dass man sich sicher sein muss, dass das der Fritze ist, weißt du, dass man nicht aus Versehen den Falken in den Haufen schießt. Ich merke mir den Namen jetzt, Midnight, ich schreibe mir den sogar auf, pass auf. Midnight Spasti. Jetzt haben wir endlich einen Grund, auch mal Blutfedern irgendjemandem zu betreiben. Mach eine Liste mit Enemies. X, Midnight, Jokers, X. Nur die Hälfte habe ich geschafft. Für einen fetten Hubschrauber. Und heute sind noch nicht auf dem Server, ne? Nee. Wo sind so viele? Deine Sachen liegen immer noch hier. Na geil. Gut, dass ich ein paar Sachen vorher noch genommen hatte. Hättest du noch direkt erschießen können, wo er oben war. Ja, habe ich auch kurz überlegt, aber ich habe erst auf ihn geschossen, als er weggerannt ist. Hast du sogar auf ihn geschossen? Ja, ja. Ja, ne. Ich habe den noch gesehen, dann ist er aber... Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich suche ja auch die ganze Zeit das Gelände ab mit meinem Fernglas. Mal sehen kann, aber bisher. Boah, fuck mich das jetzt ab. Vor allem müssen wir dann gleich erstmal aus Tscherno raus, weißt du, was ich meine?
Was labert er für eine Scheiße? Er hat's doch genommen, oder nicht? Der Ufer versteckt. Das ist ein richtiger linker Wichser, der wird auf jeden Fall noch sterben. Ja, der will, der labert jetzt Scheiße. Damit wir den nicht angreifen. Schreib mal, Dieben reißt man die Hände, hackt man in arabischen Ländern die Hände ab. Da unten liegt noch. Was liegt da unten? Traue mich hier nicht rüber zu gehen, Alter. Überall dieser Grafikbug ist bei mir. Was denn? Cool ist, ich kann hier halt überall rüber gucken. Ja. Ich kann ja halt durch diesen Grafikbug viel mehr sehen, als man eigentlich sehen würde, wenn ich den nicht hätte. Wie lange brauchst du noch? Wo bist du, Peter? Ich bin auf dem Weg. Ja, dass du auf dem Weg bist, glaube ich dir. Ich muss noch 2 Kilometer laufen. Okay, gut. Also gleich da. Everything you touch will disappear. Ist mir scheißegal, der wird trotzdem sterben.
bin froh, dass ich nicht jemanden... Sagt er einfach gar nichts zu. Sagt er einfach gar nichts zu. Der wird schon sehen, was er davon hat. Ja, ist er. Oh, ich hänge an einem Baum fest. Ich sollte vielleicht drumherum gehen. Weißt du, und dann auch noch so dreist Lügen. Hat er eben noch gesagt, ja ich habe ja überlegt, ob ich es stehe. Ich war halt noch nicht unten, ob das jetzt unten liegt. Da müssen wir halt mal gucken, weil ich habe ja diesen epischen Grafikbug. Ja. Meter, ich sehe die Brücke schon von Tscherna. Ja, aber nicht bei 5 Sachen gleichzeitig. Ist ja scheißegal. Ich kill ihn einfach, wenn er das nächste Mal sehe. Und dann ist die Blutfeder erstmal besiegelt, solange bis er mich das nächste Mal tötet. Und dann geht es immer so weiter. Beziehungsweise ich werde ihn einfach immer töten, wenn ich ihn sehe. So regelmäßig. Boah, Junge, gleich da. Da hat irgendwer geschossen. Guck dich mal um. Da bleibt aber in Deckung. Nice. Ah, wie geil. Oh, scheiße, ich muss jetzt am Meer vorbei, egal. Mit meiner Ultrasniper über 1500 Meter. Ist aber geil, dass der Midnight Hunter jetzt so ein bisschen in die Ecke gedrängt wird. Oh, hör doch mal auf, so einen Scheiß zu schreiben, Alter. Ja, was denn? Ja, ich sag die ganze Zeit, dass du es nicht warst. Ja, aber ich will, dass er denkt, dass ich's war. Nein! Warum nicht? Ist doch völlig Latte. Blöd. Warum das denn? Dann ich hab Bock auf eine Blutsfäde. Das ist unnötig, Mann. Das ist voll unnötig. Nein. Sagen, dass das war's. Was geht, was Mann? Geht? Wir haben einen Hubschrauber zersägt und ein Typ hat uns Sachen geklaut. Hab ich einfach kaputt gemacht. Weißt du, warum wir den Hubschrauber zersägt haben? Daran. Weil wir sind auf dem Gebäude gelandet, dann kam da was mit Server Restart, dann haben wir gedacht, ja komm, chillen wir kurz und dann ist der natürlich neben dem Gebäude gespawnt nach dem Restart. Scheiße. Ja. Kommt mal runter in die Laberecke. Achso, ja, sofort. User left your channel. Channel switched. Ja, c'est la vie. Welchen den UH? Ne, den Little Bird, wir sind extra mit Little Bird. Der war ja sowieso schon fast im Arsch. Ja, wir sind extra mit dem geflogen, damit der. Hab ich sogar vorhin noch gesagt, weißt du, Dennis, dass wir den besser nicht nehmen, falls wir den kaputt machen, damit er noch da bleibt. Also, du bist doch im Camp, ne? Ja, ich bin im Camp, ja. Dann sagen wir, der Ravi ist jetzt gleich da, du kannst mal zu uns kommen. Wir sind im Tscherno. Okay. Auf diesen abholen, ja. Ja, und zwar am Hafengebäude oben drauf, finde ich. Ich warte hier noch, damit der Ravi seine restlichen Sachen looten kann. Ist zwar nicht mehr viel, da ist noch eine Axt. Ah, die kann ich aber eigentlich auch hier in meinen Rucksack packen, Alter. Die Axt. Ja, ich bin auf jeden Fall noch einen Kilometer, dann bin ich da. Ja, komm, also die Hubschrauber finden wir alle wieder. Das ist alles kein Ding, ne? Hauptsache, das Ding ist kaputt, ne? Ja, es ist kaputt. Also das Ding ist halt einfach unten in der Mauer gespawnt.
Dann habe ich versucht, das Ding da rauszufliegen und hat natürlich nicht funktioniert. Nee, ich wusste gar nicht, dass man, wenn Server restartet ist, dass das Teil verbacken kann. Das wusste ich gar nicht. So. Ja, jetzt wissen wir es. Ja, das war auch. Das wusste ich echt nicht. Das also, das Ding ist, dass das einfach auf 0 zurückgesetzt wird und 0 ist ja Bodenebene. Ja. Und deswegen, ja. Ich war vorhin noch ganz kurz am Airfield und habe 2 Jerrycans. Ja, super, alle. Wir haben nämlich gerade 3 gefickt. Ha, super, die 3, die da. Ja, es waren die beiden, die ich gewonnen habe und die wir hatten, haben sie gefickt. Nein! So, ich komme jetzt mal hier runter. Ja, wir haben auf jeden Fall noch 2 5-Liter-Jerrycans. Ich hätte die in einen Hubschrauber, in einen von den Urals gepackt, die Jerrycans. Ja, das kann sein, dass wir die alle genommen haben, müssen wir gleich mal gucken. Hm. Aber auf jeden Fall sind noch 5 Liter. Ne? Aber ich habe den großen Hubschrauber sowieso noch aufgetankt eben. Der ist voll. Ja, ist super. Wie gesagt, ein bisschen mal. Sascha sollte ja auch irgendwann demnächst hier aufschlagen, ja. Dann können wir ja noch ein bisschen zocken, ja. Ach so. Bist du am Fliegen, am Schneiden, am Aufnehmen? Ja. Ah, okay, ist klar. Kommen diese Leiter. Ah, doch, jetzt. Zwei Grafen. Ich kann aber auch einen Cut machen, wenn du willst. Philipp, eine Sache wäre noch ganz geil. Willst du mal irgendwie so ein Light-Dings da reinschreiben, mal in die YouTube-Videos? Also von wegen, du hast dich aber irgendwie mal angefangen oder so, bla. So Hubschrauber kaputt oder weiß ich nicht, Sterben, Übersterben etc. sowas halt, ne? Ja. Ganz geil, weil die Teile ist zwar schon ganz geil, aber man muss die Leute flashen. Das ist so. Ja, ist so. Wie gesagt, ganz cool, ja. Die Videos habe ich mir angeguckt, die sind teilweise echt schön geworden, wie wir da rumlaufen und zocken, ja. Ganz geil. Manche geworden, sind ja. Ein bisschen blöd, weil da so einfach Standbild ist, weil wir so viel fliegen. Ja. Das ist ja. So, Philipp am Schneiden ist halt, ne? Das Ding ist halt. Krass, Mann, das ganze Gebäude ist kaputt hier. Ich habe halt im Nachhinein festgestellt, dass wenn ich den Bildschirm wechsle, also wenn ich aus dem Spiel rausgehe, dann nimmt er den Prozess nicht weiter auf. Ja, dann habe ich Standbild. Ja. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich einfach durchgehend Bild. Also von daher läuft das. Ist einfach komplett zerstört, das Gebäude. Ja, wenn du willst, können wir auch mal einen neuen Take anfangen, Alter, oder so. Keine Ahnung, mir egal. Also einen neuen Abschnitt, neues Staffel anfangen. Ja, das Ding ist, ich kann halt kein Thumbnail für die Videos machen, also kein. Weißt du, du kennst das auch bestimmt von den ganzen anderen YouTubern, die haben so ein Bild vor den Videos immer am Anfang. Ja, genau. Ja, das kann ich aber nicht machen, weil ich noch nicht genug Views habe. Das geht noch nicht. Okay. Also, du hast, wenn du einen Vertrag mit YouTube hast, nach einer Zeit kriegst du das freigeschaltet, aber das dauert immer eine Ewigkeit. Dann kannst du dir halt Benutzer definierte Bilder aussuchen, das kann ich noch nicht machen. Ah, na ne, gut, ich meine, du hast ja jetzt schon so eins da, was am Anfang des Videos läuft, und da, LZ und welcher. Ach so, das meinst du, ja, klar, ach ja. Da, ja. Nee, ich dachte, du meinst das, was bei, ja, das kann ich wechseln, das ist kein Problem. Ja, da können wir, ja, ich will ein schönes Bild von uns allen machen, irgendwie so. Ja. Ja, das wäre auch nice. Auch na? Das mit dem Lagerfeuer, das wäre geil für ein Intro halt, ne? Ja, ganz ja, genau. Einfach, ganz einfaches, ganz simples Intro, ja, wir haben nur noch die eine Fünfer hier, ist hier. Den habt ihr zersägt habt ihr so. Wer ist das? Wie heißt der Typ, den wir angeschossen haben? Wie heißt der Typ, den Mad Max, ne? Wie ja. Ist das der? Ich weiß es nicht. Ist doch super scheiße. Ist der das? Ich hab keine Ahnung. Hä? Wer ist das? Was? Ich kann den Namen nicht lesen, ist ein bisschen scheiße. Nee, ich bin das nicht, ja. Boah, das Haus ist ja kaputt, Alter. Nee, aber wo ist der Typ jetzt hin? War das der Ronk oder was? Fuck. Was passiert? Oh, sind ganz schön viele Leute da, die wir nicht kennen, also. Ja. So, dann ist mir das Ross bewegen, ja, das wäre super. Ja. Bist du schon da oder was? Ich bin aus dem Weg, ich bin gerade gestartet. Ja, ich hole jetzt meine Sachen oben vom Dach runter. Leicht beschädigt, ja. Also der hier, der andere UH, schon leicht beschädigt, Oh scheiße, ich hatte schon wieder die schiebt die Leiter hoch, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Bitte. Dennis ist nämlich eben auch eine Leiter runtergefallen. Nein! Oh, so eine verfickte Scheiße! Was denn? Dennis? Was denn?
Ich lieg hier unten an der Leiter und bin schon wieder die Leiter runtergefallen. Bist tot? Wo? Der Sanduhr läuft ab. Ich bin hier unten an der Leiter. Ja, dann hast du nur, dann verbind dich gleich schnell, wenn du wieder da bist. Ja, warte, wenn ich noch nicht. Jetzt bin ich den ganzen Weg dahin gelaufen, wenn ich jetzt wieder dann, tot bin, ne? Meine Fresse, was für ein abgewichster Scheiß. Ja, Morphin habe ich ja auch noch. Also du darfst da nicht so rumfummeln, ein bisschen ruhiger bleiben dabei. Ja, ich bin nur die Leiter hochgeklettert und dann runtergefallen. Mhm. Wie gesagt, du bist ein bisschen vorsichtiger mit dem Hubschrauber. Ich weiß nicht, irgendwer ist denn hier geflogen, ne? Und der hat den ein bisschen kaputt gemacht, ne? Also den, ja, auf den geflogen, ne? Mein Teil ist jetzt gelb, das war vorhin noch nicht so, ne? Nö, ich bin nur tanken gefahren, aber da eigentlich noch in Ordnung. Okay. Vielleicht schon ein bisschen hart aufgesetzt, das kann natürlich auch so sein, ne? Also. Ja, ich habe mich aus Versehen Antibiotikum genommen anstatt Morphin, ich bin so dämlich. Aber ich glaube, ich war sowieso infiziert, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. So, jetzt. Ey! Klettert diese Scheißleiter gerade hoch! Bist du nach oben, Dennis? Mhm. Nee, ich bin woanders. Ich bin am anderen Gebäude jetzt gegenüber. Also da, wo wir jetzt gelandet sind, weißt du? Ja. Okay, ich kletter schon die Schalke-Leiter hoch. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Irgendwas stimmt hier nicht. Kommst du jetzt lang links oder rechts, Alter? Komm schon, geh da hoch. Es geht nicht. Wo bist du denn? Ja, ich liege unten an der Leiter. Ich komm, man kann da nicht mehr hoch. Bist meine du Sachen immer noch da an dem Gebäude? Ja, unten an der Leiter. Ach, warum bist du denn nicht zu mir? Ah, du bist am Kriechen, ne? Ja, ich kann ja nicht. Du hast doch Morphin, Peter. Ja, hat aber nichts gebracht. Hä? Und da ist ein Zombie genau vor meiner Nase. Ja, hier sind auch gleich von mir. Jetzt mal ab, ne? So, Bandage. Sind auf dem Dach überhaupt noch Sachen von mir? Ne, die hab ich doch. Die hab ich eigentlich so gesagt, ich nehm die jetzt mit. Ja, egal. Ich bräuchte dringend eine Bluttransfusion, weil ich habe nämlich kein Blut mehr. Bist du denn noch am Leben? Bist du verbunden? Ja, ich bin am Leben. Ich kann dir gerade noch nicht helfen. Hier sind die ganze Zeit Zombies am Hochkommen. Und jetzt gehe ich raus. Ich bin schon wieder tot. Da kommt der Nächste. Ich bin tot. Weiße. Warte, nee, ich lebe noch, aber ich bin... Achso, ich bin tot. Brauchst du eine Bluttransfusion oder irgendwas? Ja, dringend. Aber hier sind überall Zombies. Blutest du? Nein, ich stelle gerade Blut wieder her, zum Glück. Geh nicht raus, Mann. Oh, Drama, Queen heute hier, Drama, so. Drama. Mann, ich muss zwischendurch was essen. Ich hab mich fast... Boah, ich bin hier am Überleben, wie... Warte, ich beeile mich. Ich bin auf dem Weg. Okay, ich renne. 5000 Kilometer, 5000 Meter. Du bist auf dem Weg nach Tscherno, ne? Machst hier die Evakuierungsmission schon mal klar. Boah, meine Fresse. Okay, Morphin muss ich nehmen. Du bist an dem kaputten Gebäude. Hab ist das bei dir auch so zerstört? Ja, es ist kaputt. Voll krass, ne? Da kann man auch nicht mehr rein jetzt. Ich sehe schon, wir brauchen den nächsten Hubschrauber. Ich hatte jetzt keiner gehört. Brauchst du einen Verband, Peter? Da bin ich. Nee, Verband brauche ich nicht, brauche eine Bluttransfusion. Neben dem Gebäude, was kaputt ist. Dann bleib mal liegen, so wie du jetzt bist. Da hast du warte, was meinst du? Ich lande da, wo dieser gelbe Kran ist da. Mit dem, bei dem kaputten, bei dem Gebäude. Da sind wir in der Nähe, ne, Dennis? Was sagst du? Nicht bewegen. Bei mir steht da schon Transfusion. Du kannst wieder legen. Laufen, sehr gut. Ja, da stand doch gerade bei mir Transfusion, so sprich. Ja, aber ich sehe nichts mehr. Bei mir ist alles verschwommen. Painkillers oder so. Nimm die mal. Immer Painkillers. Hier, wir sind am Hafen, ne? Wir sollen doch zu dem Gebäude mit dem Kran kommen. Ja, ja, macht er schon. Ne, wir sollen da hin. Ja, ja, sind wir doch. Nein, da hinten ist das Gebäude mit dem Kran. Zu dem, ja, okay.
Bist du auf dem Weg, Dennis? Ich bin hinter dir, ich seh dich auch. Du bist was rückwärts, ne? Nee, vorwärts. Jetzt wieder, ja. Landest du auf dem Gebäude? Nee. Okay, dachte ich grad schon. Nicht bei dem. Bei dem geht das. Doch, wir sind eben schon drauf. Aber jetzt werde ich nie wieder auf einem Gebäude landen, wenn Server Restart ist. Lande mal richtig. Beim Zombie im Schlepptor. Nee, lauf auf Seite, lauf auf Seite, lauf auf Seite. Eine Metal Scraps zu finden. Ich weiß nicht, ob wir noch oben noch Waves haben. Ja, da drin müssten wir eigentlich nochmal nachschauen, hier in dem... Da waren wir noch eben, da ist noch nichts. Ja. Stimmt. Wir müssten eigentlich da hinten in diese Fabrikgebäude rein, weißt du? Ja. Wie sieht's aus? Das braucht noch jemand jetzt Blatt oder sowas? Oder Antibiotika? Nee, passt alles. Nee, jetzt ist alles in Ordnung. Okay, gut. Der Ronk und so, die landen ständig bei unserem Versteck, ne? Ja, wir haben aber zwei neue Punkte rausgefunden, da werden wir gleich mal vorbeifliegen und dann guckst du dir das mal an. Einer ist, guck mal auf die Map gerade, warte. Warte. Ja, müssen wir, weiß ich nicht, kannst du kurz cutten? Das Video cutten? Ja, klar. Ja.